Es geht weiter mit dem Schritt-für-Schritt-Let's-Guide. Heute wieder weiter mit der Arktis, mit vielen, vielen Gelehrten, mit vielen Items, die wir freischalten und mit einer Kohle- bzw. auch Messingversorgung für die Arktis. Aber bevor wir dazu kommen, nochmal ein ganz, ganz kurzer Hinweis auf unser Community-Projekt, das jetzt ansteht, mit der neuen Welt, wo wirklich jeder von euch mitspielen kann. Ich habe das Video oben in der Infocard verlinkt. Checkt das gerne mal ab, wenn ihr das Video hier, vielleicht wenn ihr das Video geguckt habt oder auch bevor ihr das Video hier weiterguckt. Und ja, da kann jeder mitspielen, egal wie Anno vertraut ihr seid oder wie viel ihr baut. Guckt es euch an, macht mit. Ich freue mich über jeden, der dabei ist. Jetzt labere ich euch aber nicht weiter voll. Es geht weiter mit dem Schritt für Schritt. Let's go. Let's go. Moin, moin, Leute. Ich bin der Ole von den Flachbankdachsen und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil des Schritt für Schritt Let's Guides. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute starten wir unsere Gasproduktion. Wir holen uns Items für unsere Kriegsschiffe, damit wir nicht mehr, ja, ich sag mal, so eine doch relativ große Flotte vorhalten müssen, um die Piraten wegzuhalten. Und genau das sind halt wirklich für heute so unsere Topics. Gas, super wichtig, gerade jetzt, wo wir noch die Gelehrten dann damit mit Strom versorgen wollen. Auf jeden Fall immer sehr hilfreich. Macht es euch auch deutlich leichter, entsprechend auch mal ein Kraftwerk einfach so zu setzen, weil ihr halt eben nicht extra noch on top Schienen legen müsst. Deshalb, wir springen in die Arktis, wir haben die Quest quasi fertig. Wir müssen hier noch zu Lady Banes Clipper fahren. Lady Faithful, nicht Bane, wie auch immer ich darauf gekommen bin. Die gibt uns jetzt ein Modul für unsere, wie heißt es, für unser Museum. Das fliegen wir mal darüber. Das packe ich da einfach rein. Das ist jetzt nicht so ein Riesending. Was viel cooler ist, ist das Item, der erfreulich flinke Flaschenzug. 20% Bewegungsgeschwindigkeit, 100% Verladegeschwindigkeit. Das ist eigentlich mehr so der Fokus, den wir jetzt aktuell legen. Und worum es jetzt für uns geht, ist, dass wir die Gletscher besiedeln und auf den Gletschern uns entsprechend Gas holen. Ganz kurz dazu, wie wir das mit dem Gas machen. Das Schöne an der Gasproduktion ist, wir können Gaskraftwerke klippen. Ich fange jetzt einfach hier rechts außen an. Es ist ziemlich egal, wo ihr tatsächlich anfangt. Und das Schöne ist, in jedem Safe Game sind diese Gletscher gleich. Das heißt, ich habe mir jetzt einfach, ich zeige das einmal, aus meinem anderen Safe Game den Gletscher hier gescreenshottet. Und hier habe ich dann halt schon, ich glaube, ich weiß gar nicht, kann ich hier malen. Hier habe ich dann die, die ist es gar nicht, ignoriert die. Hier sind halt diese geklippten Gasförderstätten drin, die halt dafür sorgen, dass wir mehr Gas fördern können. Das Ganze gibt es auch auf dem Discord von Sasuno. Ich weiß nicht, ob ihr Sasuno kennt. Die meisten von euch müssten Sasuno kennen. Sonst einfach mal bei YouTube eingeben, da kommt ihr dann auch entsprechend auf seinen Discord-Channel. Da findet ihr auch Layouts für alle Inseln. Ihr seht aber auch im Verlauf alle diese Inseln hier bei mir, beziehungsweise ihr könnt auch einfach im Stream mittwochs immer vorbeikommen und fragen. Also nicht wundern, ich setze das hier entsprechend nach nach meinem Layout beziehungsweise nach meiner nach meiner Vorlage, denn wie gesagt, die Gasvorkommen und auch die entsprechenden weiteren, ja, wie nenne ich das, die weiteren Gebäude sind halt wirklich immer diese Gasförderstätten hier sind immer gleich auf den entsprechenden Gletschern. Also da, wenn ihr da einmal im Prinzip raus habt, wo ihr was hinbaut, dann könnt ihr das immer wieder benutzen und das ist ja, denke ich, jetzt nicht gerade schlecht. Das kommt da noch ran, jetzt haben wir schon kein Baumaterial mehr. Auch hier können wir zu Beginn, ich weiß gar nicht, ob wir eine Route haben, wenn ich ehrlich bin, die Baumaterial rüberliefert. Nö, haben wir nicht. Das heißt, wir richten einfach mal eine Handelsroute ein vom Cap Trelawney, von Crown Falls genauer gesagt, hier rüber und wir schiffen hier einfach mit einem Frachtschiff Holz und Stahl rüber, denn wir müssen halt, wir brauchen Stahl einfach zum Bauen. Ich klicke hier auf Waren warten, damit das Schiff wirklich nur fährt, wenn es vollgeladen ist. Das heißt, es wartet jetzt so lange. Macht das nicht mit zu vielen Routen, denn sonst, also solange das Schiff wartet, blockiert es eine Anlegestelle. Das sorgt dafür natürlich, dass wenn ihr das mit allen Schiffen macht, dass irgendwann alle eure Anlegestellen voll sind. Der Grund, warum ich das mache, ist, das Schiff hat eine relativ lange Reise quasi, die es machen muss, damit es überhaupt in der Arktis ankommt. Und wenn ich dann jedes Mal noch warten muss, bis das Schiff
Und wenn das Schiff dann jedes Mal leer fährt mit Stahl, habe ich am Ende nichts gewonnen. Und eigentlich geht es ja hauptsächlich darum, Stahl zu liefern, also Stahlträger zu liefern, und nicht darum, Holz, also Bretter zu liefern. Denn Bretter haben wir da eigentlich mehr als genug. Es geht halt wirklich primär darum, da noch ein bisschen entsprechend Stahlträger hinzuliefern. Weil ich jetzt so wenig habe, baue ich hier gleich auch nochmal so 2-3 Produktionen auf. Einfach so ein bisschen random erstmal in der Gegend. Solange wir jetzt noch nicht irgendwie groß eine Baumaterialproduktion haben, die dann ja später hier auf die Insel kommen soll und die dann da auch logischerweise auch hinkommt. Aber jetzt erstmal für den Anfang ist das, ja, sage ich mal, das gute Provisorium. Ansonsten, wir düsen hier wieder rüber. Wir können auch theoretisch erstmal einige Quartiere in der Blaupause bauen. Das ist nicht so schlimm. Wir sehen hier übrigens, wir kriegen die Gasförderstätten nicht immer so geklippt, dass sie auch wirklich alle Gasvorkommen erwischen. Aber so kriegen wir es halt hin, dass sie möglichst viele erwischen. Hier unten müssen wir dann einfach noch eine weitere bauen. Das ist aber dann nicht so tragisch. Das, ja, macht man dann halt einfach und das gehört dann dazu. Das gleiche hier oben. Beziehungsweise, ja doch, das gleiche hier oben. Hier müssen wir dann auch einfach noch entsprechend eine Gasförderstätte reinstellen. Und sobald wir das gemacht haben, können wir halt auch erstmal wieder die Quartiere in der Blaupause bauen. Wichtig ist halt nur, dass wir jetzt das nicht so machen wie ich, weil ich habe jetzt quasi ein bisschen Baumaterial verschenkt, denn ich habe halt was abgerissen und die das Lager war voll. Dadurch ist halt ein bisschen was davon weggeschmissen worden. Wir müssen halt nur die Quartiere, nochmal ganz kurz, warum wir die immer ausbauen, einmal am Anfang ausbauen, damit wir gleich sehen, okay, da müssen am Ende die entsprechenden Förderstätten hin, da nämlich. Seht ihr, und hier können wir halt auch alle drei anschließen. Wenn wir jetzt nicht genau wissen, wo das Ding später hinkommt, einfach einmal einrahmen. Dann können wir es, wie gesagt, auch erstmal wieder wegnehmen, auch weil es halt Einfluss kostet. Das heißt, habt ihr nicht so viel Einfluss. Einmal kurz bauen und danach in der Blaupause wieder hinstellen. So, dann kommt der Rest weg und gut ist. Und alles Weitere ist jetzt tatsächlich schon zweitrangig. Wenn die Gasförderstätten erstmal stehen, geht es eigentlich nur noch darum, ihr könnt dann theoretisch noch irgendwie anfangen, mehr Bewohner auf die Inseln zu basteln. Das ist, wenn man das machen will, natürlich durchaus machbar, aber man kann auch sich einfach damit begnügen, möglichst viele, möglichst das Gas hier zu fördern, der Rest ist dann egal. Wichtig immer noch, stellt die ein oder andere Polarwacht dazu. Polarwachten haben den gleichen Effekt wie... Ja, doch, so geht's auch. Polarwachten haben den gleichen Effekt wie Feuerwehr. Das heißt, sie sorgen dafür, dass ihr weniger Brandwahrscheinlichkeiten habt. Ihr braucht Wärme überall hier dran. Das heißt, auch entsprechend an den Polarwachten. Das müsste hier passen, ja. Die müssen wir mit Wärme versorgen. Alles Weitere müssen wir nicht mit Wärme versorgen. Wie genau wir das machen, zeige ich, wenn es soweit ist quasi. Da haben wir halt auch einfach Items, mit denen wir das umgehen können, dass wir da überhaupt Wärme brauchen. Und das ist natürlich, ja, wenn man das nicht nutzen muss, ist das doch durchaus angenehm, würde ich mal sagen. Ihr braucht sowas zwischen 3, manchmal 4 Polarwachten, um das Ganze komplett zu senken. Also die Explosionswahrscheinlichkeit. Und wir müssen halt, ne, wie gesagt, wir müssen da halt Wärme dran kriegen. Das heißt, wir müssen auch zusehen, dass das nicht alles nicht zu weit auseinander steht. Aber so ist hier überall Wärme dran. Das ist okay. Diese Sachen hier, wo ihr so Fracht bergen müsst, sorgen in der Regel dafür, dass ihr irgendwie Arktis-Schrott kriegt. Das heißt, nehmt die ruhig an, also die schaden euch nicht. Jetzt ist hier unten quasi dieser Bereich ist halt jetzt schon fertig. Das heißt, hier können wir jetzt wirklich einfach uns drauf konzentrieren, Bewohner reinzustellen. Ich mache es so, dass ich hier dann meistens direkt noch eine Polarwacht mit dran stelle, also dass ich die hier halt auch alle einmal fertig mache. Hier kann noch, ach, hier passt perfekt so ein Heizofen rein. Zack. Und alles Weitere ist dann jetzt wirklich einfach nur noch Häuser bauen. Ihr könnt so ein bisschen...
Ja, ihr könnt das theoretisch auch komplett 1 zu 1 nachbauen. Bin ich persönlich nicht so ein Freund von, also weil es mir einfach in der Arktis auch egal ist. Worauf ich halt zum Beispiel achte, ist, dass hier halt genau zwei Häuser rein und dann reinpassen. Und so wurschtel ich mir dann am Anfang zurecht, wo ich dann mein Konto stehen habe, also mein Luftschiffkonto. Vorausgesetzt natürlich, ihr könnt es verschieben. Wenn ihr es nicht verschieben könnt, ist das aber auch nicht schlimm, dann ist das so. Ein runter wäre noch ganz nett. Dann können wir nämlich hier oben zwei Häuser reinstellen, inklusive Kantine. Weil die Kantinen halt, also die Reichweiten der Kantinen sind halt einfach unfassbar ätzend niedrig. Und deshalb, ja, hilft es, ein, zwei mehr zu bauen. Jetzt haben wir hier wieder, ne, es ist so ein bisschen Gefummel halt. Das ist jetzt hier alles so nicht optimal. Wir können das noch ein hochschieben. Hier ist es eigentlich egal. Da können wir auch den Weg so durchlassen. Ich umrande das Teil immer einmal. Müsst ihr auch nicht. Ich finde es einfach angenehm. Also ich finde, es sieht einfach irgendwie treffend aus. Hier machen wir mal zwei Blöcke draus, dann passt das auch. Und jetzt ziehe ich hier halt einfach Einwohner drauf. Ihr könnt das, man kann das sicherlich weiter optimieren für mehr Einwohner, aber auf der anderen Seite ist halt auch die Frage, wenn ihr wirklich eigentlich nur das Gas aus der Arktis wollt, so ist es das wert. In meinen Augen nicht. Da jetzt ein riesen Heckmeck drum zu machen. Am Anfang baue ich auch erstmal so ein paar mehr Heizöfen. Beziehungsweise wir müssen hier jetzt halt, und das ist halt wichtig, gerade an diese Polarwächter müssen wir halt wirklich früh Wärme rankriegen. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann haben wir später auch Probleme mit der Bevölkerung. Erstmal eine Kantine, logischerweise. Und jetzt ist es halt wirklich einfach nur so ein bisschen hier die Ecken vollfummeln. Wie gesagt, legt da nicht zu viel Wert, zumindest meiner Meinung nach, auf Perfektion. Es ist zwar eigentlich ein komischer Satz so für Anno, weil eigentlich will man ja alles immer irgendwie durchoptimieren. Aber ich sag ganz ehrlich, ihr könnt euch mit der Arktis sehr, sehr viel stressen und kriegt meiner Meinung nach sehr, sehr wenig dafür zurück, dass ihr euch so viel stresst mit der Arktis. Und dementsprechend ist es meiner Meinung nach den Stress nicht wert. Das Haus hier hinten, das kriegen wir, glaube ich, gar nicht angeschlossen. Das sieht schlecht aus. Dann nehmen wir es auch weg. Man kann leider die Gasvorkommen nicht verschieben. Das wäre natürlich ziemlich nice. Weil das ja mit den Ölfeldern entsprechend geht. Mit Hilfe des Forschungsinstituts. Aber das geht leider nicht. Und deshalb, ja, etwas doof. Wir erforschen weiter. Ich nehme jetzt erstmal die Schiffs-Items, weil ich halt, wie gesagt, einfach ein paar Items forschen will für die Schiffe, damit die mehr Lebenspunkte haben und mehr halt Leben selber regenerieren, dass wir dann da einfach, unsere Schiffe abstellen und dann haben wir halt Ruhe. So. Es kostet ziemlich viel Forschungspunkte. Wir haben jetzt auch nicht mehr so viele. Aber auch das, ne? Am Ende, meine Güte. Wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo wir halt sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Forschungspunkte generieren. Und von daher sollte das eigentlich gar kein Problem sein. Wir importieren mal Stiefel ab jetzt für Hochräder. Dann haben wir da auch keine Probleme mehr. Also dann sollten wir da zumindest eigentlich keine Probleme mehr kriegen, weil wir dann auch mehr Stiefel importieren können. Auch weil die Hochräder mittlerweile natürlich in der Warenklasse aufgestiegen sind, dementsprechend mehr wert sind, wir dementsprechend mehr Waren kaufen können. Wir müssen uns noch überlegen, beziehungsweise ihr müsst euch, wenn ihr das nachspielt, oder nachspielen solltet, überlegen, wie ihr eure Gletscher versorgen wollt. Man kann später, also ich habe das zumindest so gemacht, dass ich irgendwann halt eine komplett autonome Arktis hatte. Das heißt, ich habe halt alles, was ich brauchte, hier produziert und dann entsprechend auch rumgeschifft. Hab aber, wir müssen mal gucken, ich würde am liebsten natürlich die Straße da wegnehmen, weil ich dann die Straße da nur so kriege ich die Straße da durch. Dann habe ich aber, glaube ich, das Problem, dass die Wärme nicht mehr reicht. Yep. Da muss die Straße dran. Weil hier brauchen wir halt Wärme an der Polarwacht. Das ist halt besonders, das ist halt einfach wichtig. Im Zweifel, wie gesagt,
ist das Haus uns ja auch Latte. Ich habe das später so gemacht, dass ich in der Regel auf den Gletschern meine ganze Produktion stehen habe, was so weiterverarbeitendes Gewerbe angeht, also so Pemmikan-Produktion und ähnliches. Aber da wir hier in dem Durchlauf die Arktis auch nicht komplett perfekt bauen, sondern hier einfach uns Bewohner holen, damit wir entsprechend überhaupt die Gaskraftwerke betreiben können, ist das halt eigentlich fast egal. Deshalb auch hier, ja, das ist jetzt extrem viel ungenutzter, auch wirklich hässlich ungenutzter Platz. Aber wir kommen halt im Zweifel nicht drum rum. Was wir nicht vergessen dürfen, was ich jetzt gerade vergessen habe, sind natürlich Lagerhäuser. Ihr müsst auch da Lagerhäuser einbinden. Ihr braucht natürlich nicht, ihr braucht nicht so viele hier, weil wir relativ langsame Produktionszyklen haben. Das heißt, hier oben eins reicht eigentlich easy aus. Wir müssen mal gucken, wo ist denn mein Luftschiff? Das Luftschiff hat die Kiste da hinten eingesammelt gerade, ne, die wir hier gesehen haben. Und was war's? Besonderer Schrott. Wir müssen einmal das zweite Luftschiff zurückholen. Das hat ja nur hier gerade was abgeliefert. Und das Luftschiff holt erstmal Kohle. Und fliegt dann einmal nach Grey Beach. Ich nummeriere die Gletscher immer durch. Hier oben rechts ist Gletscher 4. Hier links ist 1. Hier hinten ist 4. Einfach, damit man das ja schnell findet. Sind ja auch nur 4 Gletscher. Das ist relativ übersichtlich eigentlich. Wichtig ist, wir müssen oder wir wollen in der Arktis möglichst viel, beziehungsweise in der Arktis grundsätzlich natürlich immer die höchsten Bevölkerungsstufen erreichen, aber wir brauchen für unsere Gasförderstätten brauchen wir entsprechend, wie heißt das? Wir brauchen entsprechend Techniker. Und wir brauchen Polarwachten. So, hier sind auch noch 2 Kisten. Ist jetzt aber noch nicht so tragisch. Das Craften kommt später. Wir müssen erstmal anfangen, Gas zu produzieren und dann produzieren wir schon. Wenn wir genug Gas produzieren, können wir mehr Luftschiffe bauen und mit mehr Luftschiffen können wir mehr Schrott farmen. Das ist aber was ich wahrscheinlich nicht auf Kamera machen werde. Also das werde ich, wenn dann, vielleicht einfach so ein bisschen nebenbei machen, weil wir einfach, also Schrottfarmen ist halt einfach so eine kleine AFK-Tätigkeit. Da kann man nebenbei jede Menge andere Sachen machen. Und das finde ich dann in dem Video, ehrlich gesagt, etwas zäh. Und deshalb lassen wir das dann entsprechend auch weg. Falls ihr euch übrigens fragt, wie wir das machen mit Bewohnern, das hatte ich ja eben schon angedeutet, die entsprechend keine Wärme haben. Häuser, die keine Wärme haben, werden relativ häufig krank. Nur mal zur Arktis generell. Das heißt, wenn wir hier nicht den Heizofen haben, dann sind wir hier halt bei noch niedrigeren Temperaturen und ist das Risiko für eine arktische Grippe relativ hoch. Da ist sie übrigens. Und das Schöne ist, man kann, wenn man genug Polarwächter hat, das Ganze einfach so schnell wieder weghauen quasi, dass man da keine Probleme mit kriegt. Man muss dann halt gar nicht groß irgendwie alle mit Wärme versorgen, sondern man muss einfach nur quasi ja, die Wärme, also beziehungsweise die Krankheit schnell genug besiegen und dann ist auch gut. Hier stehen überall jetzt Heizöfen mit drin, weil halt zum Teil die Produktion auch einfach Heizöfen brauchen. Ich kann den hier theoretisch sogar weglassen, er passt da nur einfach wunderschön rein. Von daher steht er da jetzt. Kohle ist jetzt auch nicht unbedingt das Material, das man, ja, also an dem es einem riesig mangelt, aber, und das sage ich auch ganz ehrlich, wenn man weniger Heizöfen bauen muss, ist das nie schlecht. Also es schadet euch nicht, wenn ihr weniger Heizöfen baut, weil sie einfach, ja, dann müsst ihr halt doch wieder mehr Kohle schaffen, auch wenn sie leicht zu besorgen ist, dann braucht ihr vielleicht ein Schiff mehr. Und das ist natürlich einfach nervig. Das einzige Problem hier ist, ich habe meine Polarwachten jetzt noch nicht aufgebaut. Da fehlte mir jetzt gerade das Holz. Deshalb muss ich jetzt zusehen, dass wir hier ein bisschen Bretter rankriegen, dass wir halt entsprechend wieder die Polarwachten aufbauen können. Es gibt da später auch noch ein Item für. Und zwar können wir die Aspirinmaschine nehmen. Dann kriegen wir noch einen extra Polarwächter und die arbeiten auch 50% schneller. Und dann sorgt ihr eigentlich dafür, dass wenn so Krankheiten ausbrechen, die halt wirklich einfach instant wieder vorbei sind und ja, es ist halt
Es ist halt einfach ziemlich entspannt und ziemlich easy, darüber dann an die, ja, ich sag mal, an die nötige Gesundheitsversorgung, nennen wir es mal so, zu kommen. Wir bauen erstmal die Polarwächter hier auf, wir bauen die Polarwächter hier hinten auf. Die sind ja auch entsprechend versorgt mit Wärme. Das heißt, sobald die eingreifen können, na, hier oben sind die Häuser jetzt schon zerfallen von der arktischen Grippe, sobald die dann soweit sind, also die tatkräftigen Polarwächter ausgebildet sind, haben wir da auch gar keine Probleme mehr. So, zack, 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 das können wir zusammenschieben. Das ist total dämlich, dass das nicht zusammensteht. So, passt hier noch ein Haus rein, den können wir auch schon mal ausbauen und die. Und was wir jetzt machen, beziehungsweise was so der erste Punkt ist, was ich immer ganz gerne mache, ich suche mir in der alten Welt, einfach weil, wenn wir uns mal die Karte angucken, die alte Welt ist hier, da ist Kap Trelawney und hier oben ist die Arktis, das heißt, die alte Welt ist einfach näher dran, deshalb die alte Welt. Ich gehe in die alte Welt, ich habe jetzt hier, glaube ich, leider keine Dampfschiffe gerade, doch eins, aber das hat Items, die ich brauche, das heißt, wir schicken die mal hier hin. So, und dann nehmen wir uns hier mal zwei Frachtschiffe, das können wir mal ausladen. Und wir holen uns, wenn wir haben, nee, Meichings ungern. Ah, sind gerade gar nicht da. Habe ich nicht noch welche hier rüber geschifft? Tatsächlich nicht. Wir brauchen Feras Azaramis und wir brauchen auch Sapeure. Denn wir wollen jetzt eine Insel bauen, die Kohleminen hat. Jede Menge. Wir gucken einmal, was wir für Kohleminen brauchen. Ich weiß gar nicht, ob wir die irgendwo haben. Wir brauchen nur Holz und Steine. Das heißt, wir nehmen auch nur das mit. Plus von jedem anderen Baumaterial eine Tonne. Das ist eine Tonne hiervon, eine Tonne hiervon, eine Tonne hiervon. Und jetzt nur noch Holz und Ziegelsteine. Einfach auch aus dem Grund, weil Holz und Ziegelsteine halt auch gebraucht werden, um Depots zu bauen. Und jetzt holen wir uns halt einfach eine Insel mit ein paar Minenplätzen. Da kann man dann später auch noch cool andere Sachen drauf machen. Die fahren einfach mal, ich glaube, das Prison ist relativ weit oben. Ja, hier, ich wollte die Insel nehmen. Viele Minen, 6, 7 an der Zahl, 3 davon schon auf Steinkohle. Passt perfekt, kann man super jetzt Kohle fördern. Ich muss mal gucken, wir hatten eigentlich noch Sapeure. Ich weiß nur gerade nicht wo. Ah ne, die habe ich alle verbaut. So rum war das. Aber das ist gar kein Problem. Wir wissen ja, bei Isabel Samento können wir super Sapeure kaufen. Einfach auch, weil die Sapeure 75% der Arbeitskräfte einfach wegnehmen und das ist natürlich dann super, super nice, wenn wir das Ganze wieder ohne Bewohner bauen wollen, beziehungsweise bauen werden. Theoretisch kommt da überall dann auch noch ein Jörg von Meiching später rein, der uns halt mehr Gold bringt, Gold bringt er auch, aber er bringt uns halt auch Öl aus den Minen und das sorgt halt dann wieder dafür, dass wir die Minen mit Strom betreiben können. Das heißt, die Minen pushen sich quasi selber mit Strom, was sehr, sehr nice ist. Deshalb nicht zu unterschätzen, das Item. Da oben war noch ein Sapeur. Wir brauchen natürlich auch noch ein paar Mal Feras Azaramis. Einfach gleich für die Insel mit. Können wir hier drüben gleich weitermachen. Frachtschiff ist jetzt hier. Was hat das an Bord? Ah, die Items. Und das fährt mal wieder gleich nach High Clarence Hall. Ansonsten, die Forschung läuft wieder. Also wir sind mittlerweile schon wieder drüber, was wir an Forschungspunkten überhaupt brauchen für ein neues Haus. Das heißt, wir können gleich mal wieder ein bisschen gucken, was wir so an Schiffs-Items freischalten können. Geldtechnisch sieht es noch ganz gut aus. Wir sind bei 61 Millionen. Also Geld jetzt hier auch zum Drehen. Aktuell geht es noch. Ich sag mal, wenn wir so in den Bereich kommen, wo wir noch so 20 Millionen haben, höre ich meistens auf, einfach weil wir nur kurz warten müssen und dann ist das Drehen eh wieder günstig. Und das ist dann einfach ein bisschen unnötiger Stress. So, wir nehmen die Items, die fahren einfach auch mal zum Prison. Sehr schön. Und wir gehen einmal wieder rein und forschen ganz kurz mal mehr Talente für die Hafenmeisterei bzw. für die Schiffe. Das ist ja nicht getrennt und jetzt, ihr seht halt, wenn es anfängt, dass wirklich nur noch goldene Items kommen, dann sind wir eigentlich so weit, dass wir es fast geschafft haben eigentlich, dass wir alle freigeschaltet haben. Ich habe jetzt nämlich nicht drauf geachtet, was wir so an Items haben, sondern ich habe erstmal wirklich alle freigeschaltet
Und wir gucken dann halt, was entsprechend. Also wir gucken dann entsprechend einfach hinterher, was wir haben. Na, einmal geht noch, dann habe ich eh. Ja, und jetzt haben wir übrigens alle Items, ne? Sowas wie Commodore Stephen Drake, Hüter des Embargos, ist halt, wenn ihr Häfen angreift, unfassbar stark. Beziehungsweise auch Kanonen und Torpedos. Also, ihr kriegt da schon eine gute Reduktion rein. Jetzt müssen wir mal kurz warten, dass die Forschung wieder weiterlaufen kann. Wir packen einfach nochmal ein paar Campus-Erweiterungen rein. Das Schöne ist, gerade am Anfang läuft das Spiel halt extrem schnell. Das heißt, ihr seid halt auch. Ihr habt halt auch eure ganzen. Ja, wie sage ich das? Die ganzen Sachen, die ihr erforschen müsst, sind halt einfach auch schnell wieder da. Oder wenn, beziehungsweise die Forschungspunkte sind einfach schnell wieder da, weil das Spiel halt einfach schnell läuft. Die habe ich jetzt abgerissen, weil da die Universitätsabdeckung halt extrem schlecht war. Und die Universität bringt halt 12 Gelehrte und einen Forschungspunkt. Von daher, hier ist einfach optimaler. Von daher nutzen wir das. Was wir nicht vergessen dürfen, wir hatten ja vorhin schon wieder aus Enbesa ein paar Sachen mitgebracht. Hier haben wir übrigens die MS Hades. Heißt sie doch, glaube ich, ne? Ne, MS. Doch. Nicht die MS Styx, das ist eine andere. Und jetzt geht es halt daran, ne? Wir schalten jetzt immer weiter Palastmodule frei. Und wir wollen halt irgendwann Richtung 33.000 kommen. Das ist eine ganz schöne Menge. Aber ne, da kommen wir so slow and steady, kommen wir dahin. Was wir auch nochmal machen müssen, was wir nicht vergessen dürfen, wir wollen ja später auf andere Schiffe umsteigen. Und zwar auf, wo ist sie? Ich weiß nicht, ob man sie schon sieht. Auf die Great Eastern. Für die Great Eastern müssen wir aber eine Quest erfüllen. Und zwar müssen wir, wo ist es? Ich weiß gar nicht, ob man das hier überhaupt sieht. Ah, wir müssen erstmal eine Weltausstellung bauen. Wir müssen erst eine Weltausstellung bauen, was wir mal machen können. Schadet ja nicht. Können wir einfach hier hinten bauen. Hier sind entsprechend Lagerhäuser. Müssen nur mal den Mindestbestand ein bisschen anheben. Hier sind entsprechend Lagerhäuser und halt auch vor allem ganz wichtig Strom. Weiß gar nicht, wie viel wir hier weghauen aktuell. Wenn wir die mal rausnehmen, haben wir auch wieder genug Arbeitskräfte. Stahlträger, die Produktion läuft mittlerweile ganz gut. Also es wird so langsam. Wir müssen nur aufpassen. Ich weiß gar nicht, ach, die hatten keine Kantine, deshalb sind die zerfallen. Die Hochöfen, die Heizhochöfen. Die Heizöfen ziehen gut Kohle. Und die Kohle muss man irgendwie liefern. Was wir jetzt machen, ist, wir nehmen uns das Schiff, beziehungsweise eigentlich würde ich es gerne anders machen. Nur ich überlege gerade, ob wir wirklich warten, bis wir die Insel eingerichtet haben. Ich denke aber ja, wir machen das mal. Und deshalb schicke ich in der Zeit einfach ganz kurz das Schiff mal nach Crown Falls. Das schicke ich hier runter. Und wir gucken einmal in die alte Welt, ob die Schiffe mittlerweile da sind. In der Tat. Wir nehmen den Hafen, der am nächsten Weltausgang ist. Den hier. Hier sind die beiden Schiffe mit Items. Schicken wir auch dahin. Und das Schöne ist, wir können später auch, ich weiß gar nicht, ob wir die sogar schon freigeschaltet haben einmal. Naturbeherrschung. Noch nicht. Wir können von Minen Erzarten anpassen. Das heißt, wir können die Mine in das ändern, was wir wollen. Und das Schöne daran ist halt, dass man dann auf so einer Insel, wenn man halt Kohle braucht, einfach so viel Kohle bauen kann, wie man will. Und das machen wir halt auch. Wir bauen so viel Kohle, wie wir wollen. So, wir müssen einmal kurz hier eine Siedlung gründen, Kontor ausbauen, für mehr Verladegeschwindigkeit, rauf das Baumaterial. So. Dann bauen wir erstmal, man kann jetzt theoretisch auch eine Speicherstadt noch hinsetzen, ist hier aber fürs Erste erstmal unnötig. Drei Depots reichen hier vollkommen. Wichtig ist nur, dass wir mehr Lagerplatz haben als alle Schiffe, oder beziehungsweise wenn wir Schiffe schicken, dass wir mindestens genauso viel Lagerplatz haben wie Schiffe, wie die Schiffe, die auf den Routen fahren. Das heißt, wenn ich Schiffe habe mit einer Gesamtkapazität von, also ein so ein Schiff lagert ja 300 Tonnen, wenn ich drei Schiffe habe, habe ich 900 Tonnen insgesamt. Und die würde ich euch empfehlen, solltet ihr immer auch als, als Lagerkapazität vorhalten. Einfach aus dem Grund, wenn die Schiffe schnell hintereinander kommen, habt ihr so
nicht das Problem, dass irgendeins der Schiffe nicht komplett voll fährt. Ich muss mal gucken. Ich denke, ich werde hier zwei Frachtschiffe auf so eine Route knallen. Die jetzt am Ende dann Kohle in die Arktis bringt. So, dann. Also schaffen wir 600 Lagerplatz. Man kann das Ganze dann natürlich immer noch weiter erweitern. Aber das ist erstmal so für den Anfang, denke ich, eine ganz gute Richtung. Hier ist schon eine drin, hier ist dann auch eine drin. Und diese Kohleminen laufen jetzt, weil wir die Arbeitskraft noch, also die Produktivität noch anpassen können, bei 250% ohne Strom und das Ganze ohne Zwischenfälle. Das heißt, wir generieren nur hier 30 Tonnen Kohle mit 3 Minen, also 10 pro Mine. Und wir verbrauchen insgesamt 14 Tonnen in der Arktis. Ich nenne die Insel dann auch immer Kohle für die Arktis. Einfach damit man gleich weiß, okay, was macht die Insel hier? Richte eine Route ein. Wir müssen noch mal ein bisschen mehr Lagerplatz schaffen. Das Schiff können wir gleich mal nehmen, weil das hat schon ein Item drin, das auch. Dann sind die nicht so langsam, wenn die vollgeladen sind. Zwei Schiffe reichen mir fürs Erste. Capitolauni, Crown Falls, ab dahin mit euch. Ich warte jetzt nur ein bisschen damit, dass ich die Route starte, beziehungsweise wir können auch einfach Folgendes machen. Als allererstes bauen wir noch mal kein Stahl und keine Fenster. Dann ist das so. Dann muss es halt mit einem Kontor halt einfach genügen. Wir machen Route, Handelsroute und wir starten das Ganze schon. Wir lassen die einfach kurz mal auf die entsprechende Kohle warten. Das heißt, wir nehmen hier die Tonnen raus. Verfügbare Schiffe, beziehungsweise wir können vielleicht sogar... Ja, so können wir auch alle nehmen. Zack, warten auf die Waren. Und jetzt seht ihr, das eine Schiff muss halt kurz warten, das andere legt schon mal an. Archibald Blake muss jetzt auch mal warten und das Schiff fährt halt erst los, wenn es voll ist. Das mache ich jetzt nur beim allerersten Mal. Wenn es dann gleich läuft quasi, dann lassen wir das. Wir können auch, und das würde ich euch auch tatsächlich empfehlen, am Anfang schon zu machen, erstellt Gruppen. Das heißt, die Gruppe ist zum Beispiel jetzt Transfer, alte Welt, Arktis. Das heißt, alles, was zwischen der alten Welt und der Arktis läuft, läuft halt da drüber. Ich habe ja noch die Route hier. Das heißt, hier machen wir auch eine neue Gruppe. Ich hätte gerne noch Untergruppen. Das wäre auch so eine coole Funktion, sage ich mal. Capitolauni, Arktis. Er funktioniert nicht mehr. Ja, wir haben keine Kohle mehr. Zack. Ja, wir haben keine Kohle mehr. Und dementsprechend bricht hier dann gleich eine Krankheit aus. Das wollen wir halt nicht. Deshalb, wir müssen halt auch hier in der Arktis jetzt eine Route einstellen von hier nach hier. Und zwar laden wir hier... Ja, wir müssen gleich mal zusehen, dass wir das Item da mal rausnehmen. So, zack. Wir müssen nur einmal mit dem Schiff hier mitfahren, weil das Item habe ich eigentlich ungern auf Schiffen, die auf Routen fliegen. Weil es, ja, ich sag mal so, das ist das beste Item und das nutze ich in der Regel einfach gerne für ein Schiff, mit dem ich durch die Gegend düse, selber was mache. Einfach damit ich nicht so lange warten muss. Das ist dann so ein bisschen die Ungeduld. Das heißt, wir warten jetzt ganz kurz, bis das Schiff hier ist, verladen dann das Item raus und dann ist auch schon wieder gut. Wir müssen nur mal dran denken, wir müssen noch Laternen machen. Beziehungsweise Öllampen heißen die ja. Wir laden einmal den erfreulich flinken Flaschenzug aus, machen hier einen Mindestbestand von 50 Tonnen rein. Dann ist auch gut. Und wir brauchen nochmal ein paar Depots mehr. Ne, einfach damit wir mehr Lagerplatz haben. Wie gesagt, 600 Tonnen Minimum eigentlich, weil wir ja zwei Schiffe haben. Dass die Schiffe dann auch beide auf jeden Fall voll ausladen können und dann nicht mit Teilfracht zurückfahren. Das ist dann auch wieder irgendwie unpraktisch. Das sorgt für Staus. Vor allem, also das war halt auch vorher klar, dass das für Staus sorgt. Das sorgt für Staus, wenn ihr halt nur eine Anlegestelle habt. Deshalb wollte ich eigentlich auch eine zweite bauen, hatte ja jetzt nicht das Baumaterial. Wir machen das jetzt mal noch eben schnell. Ich glaube, hier ist gar keine Anlegestelle. Nee.
Müssen wir mal hier rüber düsen. Das sorgt jetzt natürlich, ne, dementsprechend für Staus. Jetzt ist es, ach, das ist übrigens schon das zweite Schiff. Das erste ist mittlerweile schon unterwegs. Und danach ist es halt egal. Also die werden komplett gefüllt irgendwann. Ach, na, das Archibald haut auch irgendwann wieder ab, beziehungsweise Kahina. Ne, wenn die voll sind, dann, beziehungsweise wenn das Lager voll ist und ihr auf Waren eingestellt habt, dann passiert halt nichts mehr. So, dann wird das Schiff einfach vollgeladen und fährt halt los. Die könnten wir auch mal wieder rausnehmen eigentlich. Mittlerweile auch unnötig geworden. Meine ganze Bewaffnung hier. Ich glaube, Crown Falls hatte ich sogar nicht mal verteidigt. Nee. Ich glaube, in der neuen Welt habe ich noch irgendwie Geschütztürme stellen, ja. Aber auch das hat sich ja mittlerweile, Gott sei Dank, mit den Computergegnern erledigt und wir sind mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo wir uns den ganzen Einfluss mal wiederholen können. Ne, wieder gleiches Spielchen. Jedes Mal, wenn ich irgendwie in NBSA irgendwas mache, denke ich dran, okay, wir müssen jetzt halt mal wieder neue Sachen kaufen. Geld sieht wie immer gut aus. Und wir müssen halt dann jetzt langsam anfangen, in der Arktis entsprechend auch ein paar Öllampen einfach zu produzieren, einfach um erstmal Techniker überhaupt zu kriegen und dass die Gasproduktion halt anlaufen kann. Das heißt aber auch, dass wir dann halt entsprechend Messing dahin schaffen, aber das ist halt kein Problem, also das kriegen wir relativ gut und easy hin, weil man den halt auch einfach kaufen kann in der Speicherstadt. Und wir haben ja eine Insel, die sowieso der Arktis gewidmet ist quasi. Und auf der können wir dann halt einfach ganz faul, wie wir sind, ein bisschen Messing importieren gleich und den dann rüberschiffen und dann läuft das auch. Es geht dann halt wirklich, wie gesagt, erstmal nur darum, die Produktion zum Laufen zu kriegen. Und von da an ist halt dann, ja, geht es dann irgendwann in die entsprechende Richtung. Ein Buch geht noch, ein Item meine ich damit. Zack, zack, Crown Falls, sehr schön. Wir gucken einmal, ob das Frachtschiff mittlerweile angekommen ist. Ja, in der Tat. Was brauchen wir denn? Holzdings brauchen wir nicht. Das heißt, zwei da, zwei da, zwei da. Und hin da. Ach, das ist sogar schon wieder das andere Kohleschiff. Ah, jetzt sehen wir übrigens mal, was passiert, wenn Jean wiederkommt, um seine Pirateninsel zurückzuerobern. Ja, und er ist auch schon wieder kaputt. Also, ne. Es ist relativ einfach. Wir haben jetzt ein Kanonenboot verloren. Da kräht kein Hahn nach. Das ist vollkommen egal. Von daher, alles easy. Die Forschung läuft noch. Was wir jetzt nochmal machen, wir nehmen uns nochmal 3 Jörg von Meichings. Die brauchen wir nämlich demnächst nochmal wieder. Gehen wieder ins Cup und nehmen uns die 3 hier mal raus. 3 Stück. Und fahren die mal in Kohle also auf die Insel Kohle für die Arktis. Denn wir nutzen den jetzt und das Abfallprodukt Gold, das wir von ihm generieren, tauschen wir gegen Messing. Außerdem können wir dann die Sache mit Strom pushen, was natürlich auch ziemlich nice ist. So. Wir können ihn aber ansonsten hier auch schon mal, weil wir haben ihn noch einmal, einfach mal sockeln. Und jetzt kriegen wir halt über die Minen alle 5 Sekunden ein Öl. Das sind 12 Tonnen pro Minute. Und das Schöne ist, ein Kraftwerk verbraucht 12 Tonnen pro Minute. Das heißt, jede Mine versorgt ganz allein nochmal ein Kraftwerk, was halt einfach nice ist. Das Schöne ist auch, das Öl, ne, wir sehen jetzt 24 Tonnen hatten wir über, das Öl landet direkt im Ölhafen. Wir sehen das hier. Das heißt, das muss nicht mit irgendwelchen Zügen hin und her geschifft werden, sondern es landet direkt im Ölhafen. Und das ist halt mega angenehm. Weil wir halt einfach, wir sparen uns halt entsprechend die Routen, beziehungsweise die Züge blockieren einfach nicht noch mehr die entsprechenden die Züge blockieren einfach nicht entsprechend die Wege, die Routen. 70.000, die goldenen Items werden sehr schnell sehr teuer.
Muss man auch mal ganz klar so sagen. Da sind wir dann später irgendwann, auch wenn ihr mal ein paar mehr davon baut, ganz schnell bei 1, 2 Millionen. Aber, also Forschungspunkten, aber auch das, ne, kriegt man hin. Beziehungsweise kriegt man zusammen. Wir müssen mal gucken. Hochräder haben wir hier mehr als genug. Die Frage wäre, haben wir schon alle Depots gebaut? Nein, denn wir müssen jetzt mehr Lagerplatz. Oh, ich habe Timberborn gespielt. Da ist Drehen auf R. Bei Anno ist es nicht auf R. Ich baue meine Speicherstätte immer so, auch wenn es nicht der effizienteste Weg von allen ist, ist es für mich so am einfachsten, das zu bauen. Und daher machen wir das auch einfach genau so. So, jetzt haben wir mehr Lagerplatz. Und jetzt können wir halt auch sowas hier alles mit einfach mit Hochrädern importieren. Vielleicht nicht 3000, sondern 1000. Beziehungsweise jetzt lieber nicht, sondern jetzt mal nur 300. Denn sonst kommt hier nichts anderes mehr ran. Ich mache das am Anfang nach Gefühl. Wir sehen auch, das passt eigentlich hier. Wir haben von allem irgendwie was vorrätig. Das ist jetzt nicht so problematisch. Wandteppiche können wir, meine ich, auch importieren. Machen wir auch mal ganz kurz. Denn Wandteppiche liefern uns auch mehr Forschungspunkte. Und wir wissen ja, davon können wir nicht genug kriegen. So. In der Arktis dürfte die Kohleversorgung laufen. Das heißt, die Heizöfen, das ist auch so ein Ding bei mir. Die laufen soweit. Das heißt, da haben wir keine Probleme. Wir können jetzt erstmal uns die ganzen Bewohner hier holen. Die jetzt ganz entspannt im Tagewerk nachgehen können. Hier einfach ein Haus rein. Ne? Macht euch nicht verrückt. Wir haben kein Baumaterial mehr. Schade. Und wie gesagt, Pemmikan muss jetzt hier halt rüber. Wenn wir uns mal beide Inseln zusammen angucken, ne, könnt ihr mit Steuerung einfach zwei Inseln kombinieren. Reicht die Pemmikan-Produktion nicht für beide Inseln aus. Das heißt, wir müssen die Pemmikan-Produktion steigern. Machen wir auch. Machen wir nur jetzt noch nicht. Weil ich da aktuell, wie gesagt, wir sind da noch nicht so richtig zugekommen. Erstmal den Gletscher bebauen. Ihr könnt auch, wenn ihr ganz tricky seid, könnt ihr halt auch Pemmikan einkaufen. Ich meine, das sind 5 bis 7 Tonnen pro Minute, die euch der Inuit hier einfach zur Verfügung stellt. Ja, ist ganz nett. Was man halt machen kann, man streicht das raus, fährt den mit an, kauft hier Pemmikan, beziehungsweise man kann da auch noch Kohle reinladen. So viel Kohle ist es nicht. Und lädt das halt im Gletscher ein. So, und dann fährt er hier halt rum und liefert Pemmikan ab und schon habt ihr es. Also das ist halt eine super Sache. Das Einzige, was damit halt nicht geht, sind halt leider nun mal die Öllampen. Aber auch da kriegt man das eigentlich gelöst. Das heißt, wir gehen jetzt hier einfach einmal hin. Zack, 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 zack. Baumaterial. Auf jeden Fall erstmal eine zweite Anlegestelle. Und was wir jetzt machen, ist halt ne, Jörg von Meiching rein, Auge des Aurum. Und ganz wichtig, wir wollen am Ende nicht, dass das Kohlelager komplett voll läuft. Das heißt, wir nehmen uns jetzt die Transfer Alte Welt Arktis Route. Und wir schmeißen hier Fracht weg und wir warten jetzt auch nicht mehr auf Waren. Was ich hier nochmal mache, ich haue hier nochmal ein Schiff extra drauf. Es war mir jetzt nur für den Anfang halt wichtig, damit erstmal Kohle generell rüberkommt. Denn was wir jetzt auf gar keinen Fall wollen, ist, dass das Lager voll ist mit Kohle, denn dann produzieren wir kein Gold mehr. Und Gold wollen wir ja produzieren. Denn wir wollen das Gold tauschen gegen Messing, den wir hier haben. Das heißt, wir machen hier einfach Messing, hier machen wir Gold. Und dann tauschen wir so viel, wie wir haben. Das heißt, beziehungsweise ich weiß gar nicht, was meine Lagerobergrenze hier auf der Insel aktuell ist. 600 ist auch egal. Knallt hier 5000 rein. Ihr kriegt eh nur das, was ihr kriegen könnt. Und jetzt machen wir es halt so, dass wir die Route nehmen. Und in den letzten Slot laden wir einfach Messing. Das reicht locker. Also das ist mehr, als ihr braucht. Ne? Morris kommt jetzt hier in 18 Minuten. Bis dahin haben wir hier einiges an Gold generiert. Wir könnten das jetzt theoretisch auch noch mit einem Kraftwerk pushen. Das heißt, jetzt hier einfach einen kleinen Ölhafen dran.
Es ist leider nur das Kraftwerk. Ich finde es ein bisschen bescheiden, Schienen manchmal zu finden, wenn ich ehrlich bin. So, und jetzt hier ein Kraftwerk hin. Vielleicht kriegt man das Kraftwerk sogar an alle angeschlossen. So. So. Ah, jetzt ist die Mine nicht angeschlossen. Ätzend. Na, okay. Wir kriegen nicht alle drei so ohne weiteres da drin. Geht bestimmt, aber ist jetzt auch nicht so tragisch, wenn das nicht klappt. Einfach aus dem Grund übrigens nur ein Kraftwerk. Erstmal, weil wir wieder mal kein Baumaterial dafür haben. Und zweitens, weil wir nicht genug Arbeitskräfte für mehrere Kraftwerke haben. Aber das Kraftwerk läuft halt for free. Wir haben genug Öl. Wir generieren hier 38 Tonnen Öl. Übrigens nebenbei 6 Tonnen Gold. Und, um es umzurechnen, eine Tonne Gold sind halt 2,7 Tonnen Messing. Das heißt, wir machen, ja, ganz grob überschlagen, gut 15 Tonnen Messing auf dieser Insel nebenbei. Und das reicht halt ganz entspannt für die Arktis. Das soll es aber mit der Folge gewesen sein. Ich habe mich mal wieder verquatscht, beziehungsweise habe mich von Anno hinreißen lassen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wie immer, jede Folge Anno. Für mich zumindest ein Genuss. Ich hoffe für euch auch. Wir sehen uns gleich im Stream auf Twitch und YouTube. Bis dahin, ich wünsche euch noch ganz viel Spaß bei Anno. Macht's gut und ciao, ciao.